und nichts irgendwie für einen ideologischen Markt. Wie gesagt, wir sind, und mein Wunsch als Vertreter der Landwirte, Vertreter der landwirtschaftlichen Familien, und wir haben hier keine großen industriellen Komplexe, die irgendwie die böse industrielle Landwirtschaft sind. Nein, wir sind hier bäuerliche Familien, die aber auch mit 4.000, 5.000 Schweinen ganz normale bäuerliche Betriebe sind. Das ist nicht jetzt irgendwie der böse Massentierhalter aus der Industrie. Das sind die bäuerlichen Betriebe, die diese Strukturen betreiben, die so vehement bekämpfen wollen. Das sind bäuerliche Betriebe. Und ich wünsche mir von Ihnen eine Weiterentwicklung oder von der Gesellschaft, auch von der Politik, eine Weiterentwicklung im Bereich der Landwirtschaft ohne Ideologie, ohne Beschimpfung an die Landwirte. Wir werden Tierquäler und Umweltvernichter, also die Landwirte sind eigentlich von vornherein diejenigen, die eben für Nachhaltigkeit sind. Nachhaltigkeit ist unser Job. Und ich wünsche mir eben von der Politik diese Schnellschüsse gerade nicht. Weil wenn Sie solche schnelle Wende verlangen und behaben wollen, dann zerstören Sie direkt die bäuerlichen Familien, die sich eine Existenz auf Grundlage derzeitiger Gesetze aufgebaut haben. Und wenn Sie plötzlich da mit dem Wendehammer durchsausen, das sind langfristige Investitionen, dann zerstören Sie etliche private und eben kleine bäuerliche Strukturen. Sie beschleunigen durch immer mehr Vorgaben den Strukturwandel in der Landwirtschaft. Herr Mayer, ich glaube, das sind Sie eigentlich alle drei angesprochen, aber Sie vielleicht vorrangig. Wie gelingt denn so eine Wende schnell oder krass, beziehungsweise langsam schnell, was ist die richtige Geschichte? Man muss ja darauf aufbauen. Ich meine, man streitet sich ja viel zu viel, finde ich, um Worte. Da haben wir gesagt, ja, klar, nicht die Massentierhaltung. Jeder von Ihnen hätte jetzt, da kann man tausende Studien machen, wo das anfängt, wo das aufhört, aber jeder hat ein Bild im Kopf und mir geht es doch sozusagen um die Sache. Und ob man das jetzt sanfte Agrarwende nennt oder Weiterentwicklung oder Transformation, wichtig ist mir am Ende, dass wir eine Produktion am Ende hinkriegen, die mehr im Einklang ist. Natürlich hat sich ja auch in der Vergangenheit. Aber eben, man muss immer differenzieren. Im Milchviehbereich haben wir deutlich mehr Tierwohl mittlerweile, haben wir deutlich offenere Ställe und haben nicht mehr die Anbindeheiten, die es in Süddeutschland zum Beispiel gibt. Dagegen muss man bei den Hühnern oder bei den Puten, wenn ich mir da die Platzvorgaben anschaue dann, und dort die Ergebnisse, dann ist das für mich eine Haltung, die nicht nachhaltig ist, so wie es auch das Agrargutachten sagt, das muss sich deutlich ändern. Oder bei den Schweinehalten im Kastenstand oder in die Eingriffe am Tier, die so schnell wie möglich beendet werden müssen. Und, aber es ist richtig so, es muss planungssicher sein, es muss ein Bündnis sein, aber ich glaube eben, ich meine Energiewende, die meisten Landwirte, natürlich machen die da mit, weil am Markt sie sich orientieren. Ich sage nur immer, also zum einen, wenn wir Kennzeichen sehen wir bei den Eiern, da, wo wir diese Pflichtkennzeichnung haben, da kaufen trotz der Wahlfreiheit, die man hat, oder kaufen über 14% mittlerweile Bio-Eier und 18% Freilandeier, obwohl die teurer sind als die. Sie haben ja vollkommen recht, im Schweinefleischbereich sind wir unter 1% von Leuten, die kaufen das teure Neuland oder Biofleisch, weil das eben auch doppelt, dreimal oder viermal so teuer ist. Es gibt aber kein Segment dazwischen. Ich bin mir ziemlich sicher, übrigens, dass auch Bio profitieren würde, weil es eine Auseinandersetzung gibt. Bei Eiern ist es natürlich auch so, wenn ich Kuchen und Nudeln kaufe, ich, wenn ich kein Bio-Nudeln kaufe, was nur 1-2% tun, zu 98% Käfer, die übrigens aus der Ukraine oder Polen oder noch irgendwo anders herkommen, die kriege ich dann untergemogelt. Und ich bin ziemlich sicher, wenn mir das draufschreibt, vor allem weil der Mehrpreis relativ gering ist, gibt es eine große Käuferschicht, die dort sagen, da umsteigen wird. Aber es gibt auch eine Bereitschaft für alle, was zu machen. Bei der Energiewende ist es ja auch nicht so, dass alle auf Ökostrom umgestiegen sind, die gegen Atomkraft. Ich bin das. Aber deshalb finde ich die Debatte, was der Verbraucher, das entscheidet eine Gesellschaft, wie man produzieren. Es gibt bestimmte ich sage ja auch nicht, Kinderarbeit ist erlaubt, nur weil das irgendwer nachfragt. Oder ich lasse irgendwelche Chemikalien zu, die gefährlich sind, sondern wenn eine Haltung oder etwas, ein Mittel gefährlich ist oder eine Tierhaltung nicht mehr vertretbar ist, dann muss man daraus aussteigen, natürlich in einem Prozess und sie dann auch verbieten und dann haben es alle. Und momentan zahlen wir alle die Agrarsubvention über das Steuergeld. Das ist unsere EEG-Umlage wie beim Strom. Und deshalb sage ich, lasst uns doch dieses Geld nehmen, was wir zurzeit bezahlen und damit die Landwirte honorieren. Und Herr Wischmann hat total recht, die machen nämlich mit. Also die haben nicht, wenn es eine gute Prämie gibt und das ein attraktives Programm ist mit nicht so hohen Auflagen, dann machen sie mit. Und das ist doch schön, wenn man da irgendwie die Blühstreifen Niedersachsen irgendwie in einem Jahr irgendwie 60% mehr macht, weil die Prämie ist angehoben worden, die Bodenpreise waren ja auch gestiegen. Dann machen die mit und dann hat man Win-Win-Strategien. Und deshalb ist der Weg aus meiner Sicht vor allem fördern und labeln, das ist das Wichtige, weil verbieten können wir immer nur machen, wenn wir diese beiden Schritte haben, solange wir es im EU-nationalen Alleingang machen.
Ich kann einen höheren Standard in Niedersachsen machen, da muss ich den aber ausgleichen, wenn ich nicht will, dass die Tiere dann in anderen Ländern produziert werden. Also deshalb mache ich nur Maßnahmen, die wirklich auch etwas fürs Tierwohl bringen. Jetzt kommen Leute ganz viele Fragen. Jetzt bündeln wir mal mehrere Fragen. Genau. Die Dame, genau. Achso, dann fangen wir an. Ich jetzt erst, oder? Ja. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass nur etwas geschieht in Gesellschaft und auch in Politik, auch im Tierwohl, wenn es uns Menschen an den Kragen geht. Und da komme ich jetzt auf das Thema Antibiotika-Behandlung mit Stellen, multiresistente Keime in den Krankenhäusern etc. Wie ist da zurzeit der aktuelle Stand? Wir bündeln Antibiotika-Behandlung. Ja, ich würde gerne noch einen ganz anderen Punkt in die Diskussion bringen, weil es bisher eher nur so um Bioprodukte und auch vor allem Tierhaltung ging. Aber es gibt ja auch noch eine weitere Klassifizierung. Es gibt ja auch noch das Problem der Verpackung. Also dass zum Beispiel Bioprodukte, die dann schon, das wäre jetzt mein zweiter Punkt, es geht auch um Regionalität und auch um Saisonalität der Produkte. Das erweitert ja das ganze Repertoire nochmal. Aber selbst wenn man beide diese Kriterien erfüllt hat, also wenn man in einen Laden geht oder zum Markt geht oder, naja, Markt eher nicht, aber man möchte etwas kaufen, das ist regional und das ist saisonal und vielleicht noch gute Qualität, dann hat man es am Ende in Plastik. Also das passiert ja dann auch ganz oft. Und mir war es jetzt eigentlich wichtig, weil das gefühlt vielleicht auch diese Polarität ein wenig überwinden kann. Wenn man jetzt mal absieht von nur Tierhaltung, dann ist es doch auch so, wenn solche Qualitätsmerkmale gefördert werden, dass das dann ganz automatisch lokale und kleine Höfe fördert, weil dann eben kleinere Anfahrtswege entstehen, die Sachen direkt mehr oder weniger nicht lange gelagert werden müssen, sondern direkt verkauft werden können und auch noch aus der Region kommen. Also solche Aspekte spielen ja auch eine Rolle, wenn man über Themen wie Agrarwende spricht und nicht nur, wie viele Tiere gehalten werden. Wobei ich ehrlich gesagt anmerken muss als ahnungsloser Mensch, dass mir über tausende Tiere, 4000, 5000 auch nicht mehr als kleiner Hof vorkommen, aber das liegt wahrscheinlich einfach am fehlenden Wissen. Das war also der Aspekt der Qualitätsmerkmale hinsichtlich Verpackung, Regionalität, Saisonalität. Zwei Meldungen nehme ich noch zusätzlich dran, bitte. Ich habe sehr viel davon geredet, dass es Subventionen gibt, wenn die Produzenten quasi keine Tierquale durchführen, also das Schwänzer verschnitten werden und so weiter. Warum ist es denn immer noch der Fall, dass Fleischersatzprodukte wesentlich teurer sind im Supermarkt? Warum kann ich aber da eine Subvention machen, dass auch Produkte wesentlich nachhaltiger, wesentlich ökologischer sind, einfach billiger sein können, dass Verbraucher sich wirklich entscheiden können, weil im Moment ist der Fall, dass Fleisch tatsächlich billiger ist als Fleischersatz zum Beispiel. Geht es also noch um vegetarische oder vegane Ernährung, weil Fleischersatz eben teurer ist als Fleisch? Eine Meldung würde ich gerne noch dran nehmen. Wir erleben, dass im Bereich Bioprodukte die Nachfrage erheblich schneller steigt als die Produktion. Das heißt, dass mehr als 50% der Waren, die wir heute in den Naturkostläden finden, inzwischen aus dem Ausland kommen. Lässt sich da über die Politik eine Steuerung zusätzlich machen, dass das attraktiver wird, hier auch aus Umweltschutzgründen diesen Bereich zu stärken? Und bei letzteres mal anzufangen, ja. Vollkommen, wir müssen mehr auf bei Bio auf Regionalität setzen, weil da sind wir unterversorgt, wir haben jedes Jahr 7-10% Umsatzsteigerung in Deutschland, also kaufen die Leute mehr. Gleichzeitig stagniert aber die Anbaufläche. Sogar Niedersachsen leicht zurückgegangen, die Ökofläche. Das ist natürlich ein Problem. Und es kommen also bei der Milch, was wir hier selber, wir haben einen Überschuss bei konventioneller Milch, aber nur 70% der Biomilch wird in Deutschland selber erzeugt. In Niedersachsen nur 2% der gesamten Biomilch. Selbst bei Möhren, Äpfeln und so weiter haben wir Bioimporte und ich glaube, fast die Hälfte oder ein Drittel der Biokartoffeln, die es in den Läden gibt, sind billige Biokartoffeln aus Ägypten. Also wir haben immer wieder auch Probleme mit den Standards, die haben geringere Lohnkosten, da kann man jetzt über die, weil der Biolandbau ist sehr arbeitsintensiv, deshalb ist man natürlich im Hochlohnland da in einer anderen Konkurrenz gegenüber anderen osteuropäischen oder nordafrikanischen Ländern, aber das ist schon so, dass wir Regionalität wollen und deshalb wäre es gut, wenn man eben im Handel, wenn man da bei den Supermärkten, wo es immer mehr Bioprodukte gibt, bei den Kartoffeln eben auch draufstehen hätte, die kommen hier aus der Heide und sind aus dem Bioanbau und sind nicht eben aus einem anderen Land, weil auch um die Frage, natürlich spielt Regionalität auch einen Umweltfaktor. Also wenn ich jetzt, sag mal, tiefgefrorene Bio-Erdbeeren aus Südafrika mir irgendwie in einer falschen Saison hierher hole, ist die Klimabilanz schlechter, als wenn ich konventionell angebaute aus der Lüneburger Heide essen würde. Also jetzt mal auf Klimabilanz, jetzt nicht auf die Frage von Pflanzenschutzmitteln. Also deshalb ist das natürlich Regionalität auch eine große, große Chance und es stärkt eben mehr diese örtlichen Wertschöpfungskreisläufe und man hat auch noch einen viel direkteren
Kundenkontakt und den Landwirt, wenn der mal was Falsches war, hat er viel eher Ärger, als wenn es irgend so ein anonymer Konzern ist, der irgendwo importiert hat. Also sie haben meistens bei Skandalen immer Probleme mit Importen, die woher kommen. Also auch im Biobereich hatten wir letztes Jahr einen Skandal, da ging es um Sonnenblumenkerne aus der Ukraine, mit erheblichen Mengen hoch, Pestizid belastet, die Auswirkungen hatten. Jetzt, was war das zweite, dritte Frage? Antibiotika war noch, weiß ich noch. Genau, da haben wir mühselig 2013, das ist im Anfang ein neues Gesetz gemacht, das bundesweit, aber mit den Ländern, die da mitbestimmen mussten, dass jetzt erfasst wird, was wird im Stall eingesetzt, weil es ist natürlich deutlich zu hoch. Wir haben jetzt erste richtig gute Fortschritte. Wir haben die Menge um die 30% gesenkt innerhalb eines Halbjahres. Die Landwirte ist jetzt der zweite Durchgang. Die müssen halbjährlich melden bei den Kuten, bei den Hühnern, bei den Schweinen und bei den Mastrindern, wie viel sie pro Betrieb einsetzen. Und wir haben da so ein sogenanntes holländisches System. Nämlich in der Vergleichsgruppe wird ein, den könnt ihr euch wissenschaftlich mal anschauen, Therapieindex ausgerechnet. Also Tiere und dann wird geteilt, so ein Faktor, den haben wir mal entwickelt. Und dann werden immer die zu viel verbrauchen in einer Tierartengruppe, das oberste Viertel, das muss jetzt meinem Landesamt einen Maßnahmenplan vorlegen, wie sie senken. Also man nimmt immer die schlechtesten, also die am meisten verbrauchen, die müssen sich rechtfertigen, damit die senken und damit senkt sich immer weiter der Bundesschnitt und das ist auch deutlich passiert, weil unser Ziel muss sein, dass wir da deutlich Antibiotika reduzieren, denn wir haben einen Keimdruck in Krankenhäusern und wir haben gerade kurz vor Weihnachten einen Keim gehabt aus China, der ist nur in China und das ist einer, der bei Mensch und Tier wandert. Cholestinresistenz nennt sich das, der ist mittlerweile, hat das BfR zugegeben, auch in der deutschen und europäischen Masthühnerhaltung vor allem weit verbreitet. Das heißt, wir verschwenden dort Reserveantibiotika. Cholestin ist ein wichtiges Reserveantibiotikum. Und deshalb geht es hier wirklich auch um menschliche Gesundheit. Aber trotzdem ist Tierschutz auch immer ein Thema, unabhängig von der menschlichen Gesundheit. In Brandenburg, nur mal zur Ergänzung, ist vor 2 Wochen ein Volksbegehren erfolgreich gewesen. Und da musste man hingehen, über die Weihnachtstage wie beim Amt eintragen. Hätte ich nicht geglaubt, dass in diesen Zeiten das Thema Agrar so etwas ist, was bei schweren Hürden dazu führt, dass Leute sagen, ich bin aktiv. Was war die vierte, glaube ich? Fleischersatzprodukte. Achso, Kosten. Übrigens auch dort haben wir, da haben wir schon, Niedersachsen hat mal eine Kennzeichnungsinitiative gemacht, weil es ist überhaupt nicht definiert, was als eigentlich vegetarisch und vegan, wenn man das draufschreibt. Und das führt dazu, dass wir nicht kontrollieren können. Also es gibt bei Fruchtsäften manchmal ein Enzym oder. Also es gibt ne, Bestandteile und es ist überhaupt nicht definiert, was ist vegetarisch und vegan. Wenn da einer Veggie draufschreibt, Ist das der eine Punkt. Also auch dort ist mal so eine klare Kennzeichnung auch ganz wichtig, gerade auch für diejenigen, die aus religiösen oder ethischen Gründen Fleisch ablehnen. Ich finde momentan diese Initiative des Handels ist ja ziemlich interessant, weil es zahlen momentan die Fleischkonsumenten die Förderung der besseren Tierhaltung. Also der Handel sagt 4 Cent pro verkauftes Fleisch und das tun wir in einen Topf und nur in die Landwirte. Also ein Veganer oder Vegetarier zahlt nichts ein. Ne? Also von daher hat er eine gewisse Entlastung, wenn man das sozusagen macht. Also das wäre so eine Art Tierschutzabgabe zu sagen, das packt man da drauf. Also wir gehen so weit wie mein Vorgänger Lindemann, der sagt, wir müssen die Mehrwertsteuer auf Fleisch um 2% erhöhen, um das aufzustocken, würden auf jeden Fall der Verursacher auch zahlen, wenn ich eine bessere Tierhaltung will. Und der Veganer, Vegetarier muss natürlich nicht die bessere Tierhaltung bezahlen. Aber es stimmt schon so, und das hat was mit langen Strukturen zu tun, dass das, was das Tier ist, manchmal teurer ist als das Endprodukt, was sich sozusagen Veredelung nennt. Ne? Also sozusagen, dass das Gemüse, Salate etc. auch teurer sind als Fleisch. Das hat auch was mit den ganzen Strukturen, auch mit Schlachthöfen, mit Billiglöhnen, die dort gezahlt werden, dass wir diesen Konkurrenzkampf da auch haben. Und deshalb muss man erstens dafür Mindestlöhne sorgen, dass die auch überall bezahlt werden. Und bei den Förderungen gibt es auch natürlich im Biobereich gibt es auch eine deutlich höhere Förderung für Biogemüse als jetzt für Tierhaltung. Das beantwortet eine Frage, Jens. Also warum führt man nicht, solange es Agrarsubventionen gibt, die für alle gelten, warum führt man nicht dann zusätzliche Subventionen ein, die ermöglichen, dass man Fleischersatzprodukte billiger bekommt? Ja, der Ansatz ist ja bei den Agrarmaßnahmen der EU, dass man Landwirte honoriert für etwas. Also was wir mal honorieren können, ist, wenn einer Getreide oder Gemüse etc. anbaut. Das wird natürlich schwierig sein, weil dann zu definieren, dass das Getreide nicht auch verfüttert werden darf oder die Eiweißersatzpflanze, das wird, ist an der Stelle sehr schwierig. Wir subventionieren ja nicht den Endverbrauch. Wir legen ja nicht eine Steuer auf Fleisch fest, sondern auf die Haltung. Das ist sozusagen aus dem, also das ist jetzt bürokratisch an, dass der EU-rechtliche Rahmen, dass die Prämien an landwirtschaftliche Betriebe gehen sollen. Wenn Sie und ich einen Blühstreifen im Garten anlegen, kriegen wir auch kein Geld, weil wir nicht als Landwirt gelten, ne? Auch wenn wir was machen sollten.
Kann es die Wissenschaft denn da helfen? Also kosten der Fleischersatzprodukte, ich wiederhole nochmal, Antibiotika-Einsatz, die Frage von Verpackung, Regionalität, Saisonalität und schließlich auch die Diskrepanz von Nachfrage und Angebotssituation bei Bio. Ja, sehr gerne. Also würde ich sehr gerne darauf eingehen. Ich würde da, Sie sprachen dann das Thema, warum Produkte dann zum Teil verpackt sind in Plastik. Ich würde vermuten, da können Sie mich korrigieren, wenn es falsch ist, dass Sie das in einem herkömmlichen Laden kaufen, der beide oder mehrere Qualitäten im Angebot hat. Ja, klar. Wenn Sie in einen Bioladen gehen würden, wäre es nicht verpackt. Das hat was damit zu tun mit dem Frage im Tausch. Wenn ich es nicht verpacke, kann es vertauscht werden im lose Warenbereich. Wobei man das sich ist da ein Schutz für die Qualität. Wobei man sich da auch fragt, wieso das so sein muss. Also ich habe auch in einem Bioladen gearbeitet, ich kenne beides und es ergibt ja viel mehr Sinn, dass dann konventionelle Produkte eingepackt werden, sodass die Pestizide nicht abstrahlen, anstatt die Produkte einzupacken, die eigentlich nichts irgendwie an sich haben. Momentan ist das Machtverhältnis auch andersherum. Also solange wir reden haben, wo das meiste herkömmlich ist und ein bisschen Bio, wird das in dem Verhältnis bleiben, wie es ist. Aber dafür kann man ja in Bioladen oder bei Direktvermarkter kaufen. Also das, würde ich mal denken, wird das zum großen Teil erklären. Ich würde sehr gerne aber noch zu regional und saisonal was sagen. Das sind Qualitäten, die auch gerade von Seiten der Ernährungswissenschaft in Bezug auf nachhaltige Ernährung sehr viel und sehr laut gesagt werden. Und viele zwischenzeitlich auch sagen, ja stimmt, ich muss mich regional und ich muss mich saisonal ernähren und dann bin ich in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs. Grundsätzlich ja, aber Vorsicht. Regional ohne zusätzliche Qualität sagt gar nichts aus. Es muss eine Qualität dabei sein. Also wenn ich ansonsten vertue ich die Chance, die ich damit habe. Wir haben auch genügend Studien, die durchgeführt worden sind, die aufzeigen, wenn es jetzt um das Thema CO2-E-Belastung oder ähnliches geht, dann ist dieser letzte Teil, den wir als Konsumenten zurücklegen beim Einkaufen, der ausschlaggebende Teil in der Kette von der Belastung. Und da sind wir dann wieder gefragt, wie sind wir bereit, unser Verhalten zu ändern? Es gibt Initiativen, in Freiburg gibt es eine CSA, eine gemeinschaftsgetragene Landwirtschaftsinitiative. Da holt man sich die Lebensmittel, seinen Anteil am Ertrag direkt vom Hof, von der Gärtnerei. Und was die dort gemacht haben, um genau dem entgegenzugehen, ist, dass sie das per Fahrrad verteilen, freiwillig, die Mitglieder dieser Gemeinschaft. Und das ist dann die Messlatte. Da können wir uns fragen, sind wir bereit, unsere Lebensstile so weit zu ändern? Weil dieser letzte Teil, der fällt ins Gewicht. Da können wir beim Direktvermarkter kaufen, ja. Aber wenn wir alle dahin fahren, alle mit unserem Auto, dann machen wir es auf der Ebene wieder zunichte. Also das sind Strukturen, das sind Systemfragen, die wir angehen. Das kurz zu Regio Saisonal, mein Lieblingsthema. Ein Begriff, der gut ist, der Richtung gibt, der aber sowas von ausgehöhlt ist, dass er den Verbraucher und der Verbraucherin nicht mehr viel nutzt. Nehmen wir mal Spargel, das kennen wir alle. Wann ist Spargelsaison? Die gibt es, die ist ganz genau festgelegt, das wissen wir. Die ist wichtig, wir freuen uns alle. Ja, Spargel, toll, das kommt am Ende. Wenn wir uns darauf freuen, und der Markt auch, der will uns ja das geben, wo kommt dann der erste Spargel her? Der kommt vielleicht aus Peru. Okay, dann können wir sagen, wir verbinden es regional und saisonal. Dann kommt der vielleicht irgendwo aus Rheinland-Pfalz oder sonst wo her. Derjenige, der seinen Spargel als erstes auf den Markt bringt, hat den marktwirtschaftlichen Vorteil. Wie machen wir das? Indem wir die Saison verlängern. Wie verlängern wir die Saison? Indem wir Heizung auf die Felder legen. Durch irgendwelche Röhre oder durch Tunnel, in die wir heiße Luft blasen. Das ist eine Saison, ja. Aber der Begriff, wenn wir nicht wissen, was sich dahinter verbirgt in der Herstellung, hilft nicht mehr als Orientierung. Und da müssen wir ansetzen. Und das ist bei ganz, ganz vielen Lebensmitteln der Fall. Wenn ich mich saisonal ernähren will, in Westfalen, da in der Ecke, wo ich wohne, wir haben das gemacht mit dem CSA-Betrieb im Winter. Wir haben das getestet. Was haben wir für eine Vielfalt über den Winter? Geht das? Kriege ich genug? Wir kriegen eine super Vielfalt hin, mindestens 20 verschiedene Gärtensorten. Es ist überwiegend natürlich Kohl, Wintergemüse.
Und ich muss bereit sein, das zuzubereiten. Das heißt, es kommt die Frage Zeit in meinem Leben stehen auf. Also das sind Ansätze, da muss ich tiefer gehen, wie als wie ich hole was. Wenn ich im Winter mit der Vorlesung bin, der Ernährungsökologie, und wir sprechen über Distribution, frage ich meine Studierenden, was hat denn gerade Saison da draußen? Sind vielleicht die Äpfel, auf die die ein oder anderen kommen? Wir haben ein paar Äpfelbäume auf dem Gelände stehen. Wie lange ist die Apfelsaison? Die ist nicht schrecklich lange. Was mache ich, wenn die vorbei ist und ich soll mich saisonal ernähren? Das ist der größte Teil des Jahres. Wir müssen dafür sinnvolle Lösungen finden. Und diese Begrifflichkeiten, ja, die sind gut, die sind die richtige Richtung, aber lassen Sie uns tiefer gucken. Und zuletzt möchte ich unbedingt noch eingehen, ich bin Ihnen so dankbar für Ihre Aussage, der Konsument bestimmt, was und wie produziert wird. Ganz toll. Wir denken dabei, und Sie in Ihrer Funktion sicherlich, an die landwirtschaftlichen Produkte. Und da möchte ich mit einer Mehr aufräumen. Wie viele von uns kaufen direkt die Rohprodukte von der Landwirtschaft? Zu welchem Anteil? Und vielleicht sind die Leute in diesem Raum, die besonders interessiert sind daran, eine besondere Gruppe. Aber da draußen die meisten Leute, die kaufen Mischprodukte, hochverarbeitete Produkte. Sie brauchen nur einen Gang in den Supermarkt gehen, um zu gucken, was ist der größte Teil vom Angebot. Es ist nicht die Frischware. Und der Landwirt und die Landwirte, die produzieren Rohstoffe für die Industrie, die verarbeitet, und nicht für uns als Endverbraucher. Und das müssen wir sehen. Was passiert an dieser nächsten Instanz? Das ist, was wir machen. Meine Damen und Herren, Sie kennen bestimmt Paulchen Panther, der rosarote Panther. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, sorry. Es ist wie befürchtet, dass wir sicherlich über die doppelte Zeit heute Abend weiter diskutieren könnten. Aber das dürfen wir nicht. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben schon überzogen, aber ich denke, wir sollten uns für eine kurze Schlussrunde doch noch die Minuten nehmen. Vielleicht mit der Frage, was sind die drei wichtigsten Dinge in Richtung Agrarwende? Was steht gewissermaßen auf der Tagesordnung, auf der To-Do-Liste, ganz weit oben? Beginnen wir diesmal mit der Politik, um dann zu den Daten zu kommen. Da wir einen Markt haben, ist das Geld ganz wichtig und deshalb muss man umschichten. Als ersten Punkt, also man muss honorieren gesellschaftliche Leistungen von Landwirten, weil nur mit Appellen erreicht man nichts, würde auch keiner machen, wenn ich das nicht durchsetze. Zweitens brauchen wir endlich Ehrlichkeit auf den Produkten. Ich sage immer, nirgendwo wird so viel manipuliert durch die Werbung wie im Lebensmittelbereich, ne, von den Hühnern vom Fachwerkhaus auf freier Wiese, von den Kühen auf Hörnern. Also da wird, es wird sehr viel suggeriert, auch was mit Ernährungsverhalten und Gesundheit und alles, sehr viel getrickst und gemogelt, da brauchen wir klare, ehrliche Kennzeichnungen, die die Wahrheit sagen, und dann kann der Verbraucher erst mündig entscheiden. Und das Dritte ist, wir brauchen die Chance, die wir momentan haben, dass Landwirtschaft in aller Munde ist, muss zu einer Debatte darum führen, welches Agrarmodell wollen wir. Und aus meiner Sicht kann es nicht sein, weiterhin massiven Strukturwandel zu haben mit immer weniger Betrieben, die immer größer werden, sondern wir brauchen ein neues Bündnis für Regionalität, für Vielfalt von Betrieben, konventionellen wie ökologischen in der Produktpalette, und dass wir da einen großen runden Tisch und eine Einigung haben, wie soll das langfristig aussehen, und das heißt nicht mehr in Richtung Masse und billig, sondern das heißt mehr Wertschätzung für Lebensmittel und auch mehr Wertschöpfung. Das heißt, wir brauchen ein Bündnis für bessere Preise für die Landwirte mit hohen Umwelt- und Tierschutzstandards, weil die müssen die Landwirte auch ertragen können. Und nicht sagen, ertragen können. Und das können Sie nur, wenn Sie damit ein gutes Einkommen haben, so wie es im Bio-Bereich zurzeit der Fall ist. Ich mache mal kurz den Regulierungsrahmen, den wir haben, die Regeln, die besser kontrollieren, also fester Kontrolle machen. Dann sollte jeder von uns in jeder Funktion nicht loslassen. Nicht aufhören, nicht sagen, oh, jetzt geht es schon ein bisschen in die Richtung, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist das Allerwichtigste. Mhm.
letztes Wort an die Vertreterin der Stiftung, die nebenbei gesagt diese Ringvorlesung maßgeblich mitorganisiert und mitfinanziert hat. Frau Kunitz. Letztendlich, also ich stimme natürlich meinen beiden Vorrednern absolut zu. Ich glaube, also dieses Weitermachen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der politische Rahmen muss gegeben sein, aber, und jetzt muss ich noch einmal in die Kerbe hauen, wir brauchen wirklich auch einen Bauernverband, der aufhört zu sagen, alles ist super, alles ist okay, Nachhaltigkeit ist unser Job per se. Bitte, bitte. Und zum Glück sind Teile des Bauernverbands ja auch schon weiter. Ich bin mit denen ja auch durchaus immer wieder im Gespräch. Nachhaltigkeit ist nicht grundsätzlich sozusagen durch Landwirtschaft gegeben, sondern wir müssen für eine Landwirtschaft kämpfen und die auch entlohnen, die nachhaltig ist. Und es lohnt sich. Ich kann es Ihnen versprechen. Vielen Dank. Wir kommen zwar nur zum Ende, weil ich denke, die paar Minuten bleiben wir hier vorne sicherlich noch für Einzelgespräche stehen. Ein ganz herzlicher Dank geht heute zunächst an die drei Diskutantinnen und Diskutanten. Das war, glaube ich, nochmal ein wichtiger, ein großartiger Abschluss unserer Ringvorlesungsreihe. Mein Dank gilt natürlich auch an das Plenum dafür, dass Sie dieser Ringvorlesungsreihe so tapfer die Treue gehalten haben. Ich glaube und bin guter Hoffnung, dass dieses Veranstaltungsformat und die Inhalte ganz, ganz viel an Input hier in Lüneburg und Region hinterlassen haben, sodass ich ja die faire Vorstellung habe, dass vielleicht die Agrarwende von Lüneburg ausgeht und maßgeblich gepusht wird. Ganz herzlichen Dank und Wiedersehen.